Das Riechisau hat eine über 150-jährige Tradition, wo sich hier Natur, Künstler und eben auch Kultur aufeinandertreffen. Und dieser Kulturpfad ist eigentlich eine raumgewordene Verortung dessen, was hier stattgefunden hat. Alle Kunstwerke, die hier oben anzutreffen sind, sind hier entstanden, wurden hier bearbeitet. Ihr Platz ist überhaupt nicht zufällig gewählt. Und das ist das Erlebnis, dass man hier eigentlich die Natur und die Kunst zusammen erlebt. Der Kulturpfad ist auch eine Entdeckungsreise. Man wird einer ganz sachte angelegten Wegspur folgen und dann trifft man auf eine Skulptur, beispielsweise von eines Roman Signer oder eines Karl Prantl oder eines Kurt Siegrist. Und das ist das Erlebnis. Nicht in einem Kunsthaus, bei künstlichem Licht, sondern in der Natur, da platziert, wo es hingehört. Im Riechisau treffen seit Jahrhunderten Gastfreundschaft, Kultur und eben Natur aufeinander. Und so siedeln sich hier mit dem Laufe der Zeit durch einige Kunstwerke namhafter Künstler an. Und so kam eigentlich die Idee des Kulturpfades erst mit der Zeit.